Ja, ich freue mich besonders, heute Nachmittag eine Verbindung in die Schweiz zu haben, um zu hören, wie es denn in der Schweiz aussieht. Und da freue ich mich, den Herrn Binder, den Bürgermeister von Gossau, Zürich-Gossau, muss ich glaube ich sagen, zu begrüßen. Guten Tag, Herr Binder. Guten Tag, Herr Klawunder. Ganz herzlichen Dank für die Einladung. Ja, Herr Binder, vielleicht, ich meine, wir sind in einer Situation, wie die Welt sie noch nie erlebt hat. Als erste Frage natürlich an Sie, wie geht es Ihnen in der Schweiz momentan? Die ganze Schweiz ist lahmgelegt. Das ist im Moment ein großes Problem, natürlich auch für die Wirtschaft. Und es geht vor allem auch um die Abwägung Schutz des Menschen, aber auch Schutz des Arbeitsplatzes und Schutz der Wirtschaft. Und von dem her eine ausgesprochen anspruchsvolle Zeit. Wir haben jetzt den Lockdown, ist festgelegt bis am 26. April. Dann wird es einzelne Lockerungen geben. Und dann wird man in etwa drei Phasen hochfahren. Und das wird eine neue Herausforderung sein, der wir uns stellen müssen. Und ich denke, es ist einfach wichtig, dass alle am gleichen Strick in die gleiche Richtung ziehen. Sie sind Bürgermeister einer Stadt, haben also auch ja so ein bisschen touristisch, sage ich jetzt mal, den Überblick auch über die Schweiz an sich, aber auch natürlich über Ihre Region. Was bedeutet das für die Schweiz denn im Moment touristisch gesehen? Also touristisch ist natürlich hochproblematisch in der Schweiz. Also auch jetzt, die einzelnen Hotels sind noch offen, aber zum Beispiel die Spa-Bereiche sind geschlossen, die Restaurants sind zu. Und da drängt man natürlich zu Recht darauf, dass es wieder eine Öffnung gibt, dass man sich wieder bewegen kann. Aber was auffällt, die Leute konzentrieren sich mehr auf ihren Lebensmittelpunkt. Und ich denke, das wird eine gewisse Zeit anhalten, dass man sich am liebsten dort in der Nähe aufhält, wo man auch wohnt, wo man sich bewegt. Und das wird sich touristisch natürlich auswirken. Wie kann man sich das jetzt vorstellen? Also in Österreich hat man teilweise ja jetzt vor, Stück für Stück zumindest Inlandstourismus wieder anzufahren. Ist das in der Schweiz denn auch überhaupt möglich bezüglich der Grenzöffnungen, dass man von, ich sag mal zum Beispiel Deutschland, wieder Urlaub machen könnte, sage ich jetzt mal vorausgesehen, Juni, Juli, sind da Überlegungen da, das im Prinzip in die Richtung hinzufahren? Ja, die Überlegungen sind natürlich groß da. Also dasselbe gilt für uns Schweizerinnen und Schweizer. Wir gehen ja in den Ferien sehr, sehr gerne ins Ausland und dass wir wenigstens ins neue Ausland reisen können. Da wird der Bundesrat aufgrund der ersten Lockerung, also nach dem 26. April, entscheiden, ob man das zulassen kann. Aber die Konzentration wird wahrscheinlich sein. Ich habe schon gesagt, die Schweizer lernen jetzt mal erst richtig die Schweiz kennen, dass man sicher vor Ort in den Ferien sein wird. Aber ich hoffe, es wird gegenseitige Möglichkeiten geben, gerade mit Ländern, die nicht allzu arg von dem Coronavirus betroffen sind. Der Flughafen Wien zum Beispiel ist komplett runtergefahren. Wie sieht es denn bei Ihnen überhaupt aus? Kann man mit dem Flugzeug im Moment überhaupt in die Schweiz kommen? Ich sage mal da zum Beispiel Zürich, der Flughafen. Wie sieht denn aviation-technisch aus bei Ihnen? Auch sehr, sehr, sehr dramatisch. Wenn man denkt, vorhin alle anderthalb Minuten ein Start oder eine Landung und jetzt sind es noch geradewegs 6 Flieger, die in der Luft sind. Es ist erschütternd. Und man kann sich vorstellen, es geht ein 2-stelliger Millionenbetrag an Schweizer Franken jeden Monat verloren. Also die Frage ist schon, wie lange können wir uns diesen Lockdown auch wirklich leisten? Sie, als Bürgermeister sind Sie auch dann ganz nah an der Politik dran. Wie ist das in der Schweiz jetzt so? Ist man da eher so die Tendenz, jetzt schnell Lockerungen aufzufahren? In Deutschland ist man da so ein bisschen zögerlich. Man geht immer noch so ein bisschen zögerlich damit um. Wie ist das in der Schweiz? Ja, es ist noch interessant. Das Herunterfahren war fast das kleinere Problem, obwohl das sehr überraschend ist, als jetzt wieder das Hinauffahren. Weil jetzt natürlich zu Recht von allen Branchen, von allen Gebieten die Forderung kommt, aber bitte auch bei uns. Wir brauchen das unbedingt. Und da ist ein wenig ein Hickhack entstanden und Ordnung zu behalten ist jetzt ganz, ganz, ganz wichtig, dass wir hier Lösungen finden, die für alle erträglich sind. Als Bürgermeister, wie kann man sich das im Moment vorstellen? Haben Sie einen 24-Stunden-Tag wahrscheinlich im Moment oder wie sind Sie organisiert jetzt mit zum Beispiel Krisenstäben, mit anderen Städten? Wahrscheinlich ist das für Sie ein ja, auch ein mega Arbeitseinsatz, oder? Ja, das kann man gut sagen. Also vor allem zu Beginn, jetzt ist die Bevölkerung auch mehr und mehr natürlich orientiert. Das wird sich jetzt bei den Lockerungen nochmals ändern.
Aber zu Beginn haben wir wirklich sehr viele Stunden gearbeitet und haben die Pandemiekonzepte, die wir nur bedingt ausgearbeitet hatten in der Theorie, umgesetzt. Und auch die Praxis sieht ganz, ganz anders aus. Es ist überraschend, dass Gebiete, die früher in den Theorien gar nicht vorgekommen sind, plötzlich einen sehr hohen Stellenwert haben. Das geht bis und mit den Steuereinnahmen. Früher hätte ich gesagt, also im Moment baurechtliche Bewilligungen und Steuereinnahmen kann nicht die oberste Priorität haben. Wenn wir aber die Nothilfe leisten wollen für die selbstständig erwerbenden Unternehmen, da ist es wichtig, dass wir auch die Einnahmen haben. Also werden trotzdem Rechnungen versendet. Und da merkt man manchmal, dass die Bevölkerung hierfür nur bedingt Verständnis hat. Aber die Leute haben Zeit, sie sind im Homeoffice und es ist auffallend, dass ganz viele entsorgen. Wir haben Riesenschlangen vor der Entsorgungsstelle und die Leute sind dennoch am Planen, eigentlich ein gutes Zeichen, aber ganz viele wollen baurechtliche Auskünfte. Also es ist ganz anders als in der Theorie, ist jetzt die Praxis. Gibt es in der Schweiz eine sogenannte Ausgangssperre derzeit oder wie ist die Lockerung oder wie ist das geregelt? Da haben wir bisher Glück, weil die Leute sich sehr an die Vorgaben und Empfehlungen gehalten haben. Wir sind knapp daran vorbeigeschrammt, aber konnten darauf verzichten. Da sind wir sehr froh, weil es ja trotzdem wichtig ist, dass man sich auch draußen aufhalten kann. Also im Gegenteil, wir raten den Leuten, dass sie sich niemals über 5 Personen, aber dass sie nach draußen gehen. Wir haben ja das Glück in diesem Frühjahr von ganz schönem Wetter und dass man trotzdem nach draußen geht und nicht einfach in den eigenen 4 Wänden bleibt. Vielleicht abschließend nochmal einen kleinen Blick auf den allgemeinen Tourismus. Ihrer Meinung nach, ich meine, wenn wir das jetzt so sehen, es sind ja auch Dinge passiert, wo wir gesagt haben, da ist zum Nachdenken. In Venedig kann man mit dem auf dem Wasser bis zum Boden gucken, die Delfine sind zurückgekommen in die Hafenbecken. Wird der Tourismus sich zukünftig, sage ich jetzt mal auch Nachhaltigkeit und sowas qualitätsmäßig, wird er sich verändern? Werden wir wieder mehr bewusst reisen? Wie ist Ihre Meinung da? Es wird ganz interessant sein, wie lange dass das Gedächtnis der einzelnen Personen anhält. Und darum sind die Prognosen ja immer schwierig. Im Moment müsste man meinen, dass wirklich die nachhaltigen Reisen einen riesigen Boom erhalten werden. Es ist auch auffallend, wie viele plötzlich wieder von Campingferien sprechen. Zurück zur Natur. Und ich könnte mir vorstellen, dass das einen Trend einläuten könnte. Also auch für die Schweiz ein Trend? Ich denke, also wenn ich da mich umhöre und auch sehe, wo die Leute dann, wenn es wieder offen ist, hinreisen möchten, dann fällt das total auf, dass man zurück zur Natur will, zurück in die Berge, dass man campieren möchte. Das könnte ein Trend sein. Man wird wahrscheinlich, und die Prognosen laufen auch so, frühestens 2021 auch wieder weite Reisen antreten. Und das scheint mir natürlich ganz problematisch für die Tourismusindustrie. Ja. Aber rein von der Bevölkerung, dass man sich auch auf die eigenen Werte, die inneren Werte wieder besinnt, das kann auch ein guter Aspekt sein. Ja. Frage an Sie, wenn es wieder Reisefreiheit gibt, wenn es Möglichkeiten gibt, rauszugehen wieder, rauszugehen in die auch Inlandstourismus oder Auslandstourismus, was ist Ihr erstes Ziel? Ich bin sehr gerne in großen Städten, aber auch an Seen oder in den Bergen. Und darum, wenn ich davon ausgehe, die nächste Reise in der Schweiz zu tun, werde ich am liebsten in die Bündner Berge gehen oder nach Luzern. Das sind wunderschöne Orte. Aber ich hoffe, meine Frau und ich wären im Sommer nach Bali gereist. Und da wären wir natürlich sehr, sehr gerne hingegangen. Und ich hoffe, das lässt nicht so lange auf sich warten. Haben Sie Ihre Reise dann verschoben quasi? Wir sind immer noch guten Mutes, aber im Moment sieht es ja gar nicht gut aus. Aber wir wollen im Moment ja nicht drängen, auch die Reisebüros, die haben so viele andere Themen jetzt, als wenn meine Frau und ich auch noch verreisen wollen oder eben nicht mehr verreisen wollen. Da wollen wir die nötige Zeit einräumen, weil diese hektischen Zeiten in den Reisebüros, die sind schon bedenklich. Wenn man alles stornieren muss und eigentlich dann keine Einnahmen mehr hat, also ein sehr frustrierender Job im Moment. Da haben wir allergrößte Achtung, dass die Leute so unterwegs sind. Absolut. Vielen Dank, Herr Binder.
Bürgermeister in Zürich-Gossau. Ich hoffe, ich habe es richtig gesagt. Das ist Zürich-Gossau. Ja, genau. Die Verbindung, genau. Und ja, wir drücken alle die Daumen, dass auch in Ihrer Stadt, in Ihrer Region dann möglichst schnell wieder alles langsam hochfahren kann. Und vor allen Dingen auch, dass wir dann die Touristen möglichst bald auch wieder die Möglichkeit haben, die schöne Schweiz zu besuchen. Vielen Dank. Danke vielmals. Auch Ihnen die allerbesten Wünsche. Dankeschön.